So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir im Lufo, und zwar in Folge 84. Da chillt ein Creeper. Okay. Oder nicht ein Creeper, sondern Enderman, besser gesagt. Wie viel habe ich denn hier noch drauf? 25, okay, ich glaube, es ist echt Zeit. Es ist echt Zeit für eine neue Hake. Wie viel haben wir denn hier drinne? 26. Da, 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 da. Oh, okay. Das ist okay. Dann, mache ich gerade mal so. Ja, die restlichen Melonen spare ich mir jetzt, ganz ehrlich. Gut, hier habe ich noch Emeralde. Dann kann ich noch ein bisschen Eisen traden. Gut. Du? Und du? Ach, hier ist ja noch einer. Stimmt ja, ich hatte mir ja noch einen besorgt. Moment, du kannst auch an dein Ding ran, wenn du möchtest. Ich hätte gerne Geld. Und habt ihr zufällig gerade restockt? Ich habe gerade irgendwas gehört. Ja, habt ihr. Okay. 45. Das reicht ja leider nicht für eine Spitzhacke und ein Buch. Wobei, du verkaufst die Spitzhacke, ne? Wie viel willst du? 20? Okay. Und Efficiency will 44. Wir haben 31. Ich gehe mal gerade hier beim Zuckerrohr gucken. Und ja, ich weiß nicht, warum ich immer die Sachen aus meinen Taschen rausräume. Weil ich dumm bin wahrscheinlich, keine Ahnung. So, das und dann... Okay, du, ne? 23. Okay, jetzt will er nicht mehr. Ach, du kommst nicht an das Ding ran, ne? Ich brauche nicht mehr viel Kohle, Freunde. Wir brauchen noch zwei. Mit Sticks. Vielleicht kriege ich mit Sticks noch was. Moment. Wie viele habe ich noch? 64. Wenn ich Glück habe. Ja. Okay. Hier. Efficiency. Ich brauche noch ein Buch. Danke. Gut. Habe ich gar kein Geld mehr. Moment. Kriege ich noch eine Melone zusammen? Nee, nicht genug, ne? Nee, eine. Verdammt. Ich muss irgendwas essen. Hast du irgendwas, was ich... Drei Melonen. Ich kriege keine drei Melonen zusammengeschissen, oder? Ah, vielleicht... Ja. Aber ich brauche zwei Emeralds für Karotten, ne? Moment, hat da nicht einer auch Brot verkauft oder so?
Ach, egal, ich mache mir mein eigenes Essen, weißt du, komm. Immer diese Hungersnot und so weiter. So. Jetzt kann ich mir zumindest eine neue Spitzhacke zurechtmachen. Und ich meine, die wird jetzt auch ewig halten im Prinzip, weil ganz ehrlich, mit den anderen Spitzhacken habe ich komplette Chunks ausgegraben. Von daher, das ist jetzt echt ein Problem hier mit den Blöcken langsam. So. So, wir müssen kurz hoch. Dann die Spitzhacke hier rein und das hier drauf. Jop. Und dann muss ich nochmal ein bisschen Shit rauswerfen. Hier ist mal meine Shit-Rauswerfkiste gerade. So, habe ich hier nicht. Ich habe auch noch Kürbisse hier drin, ne? Die ich einfach hier vergessen habe. Okay, egal. Eisen tue ich mal gerade hier rein. Sticks tue ich mal hier rein. So. Dann machen wir mal weiter. So. Huch. Na, okay. Hier hagelt's Kürbisse, ne? Aber ich glaube, die fliegen echt nicht so weit, von daher ist es okay. So. Zack. Huch. So, hier müssen die drei raus. Bis hier und hier müssen auch drei raus dann. Genau, so. Und dann muss hier einer raus. Und hier auch einer und dann da der noch oben drüber. Den mache ich aber dann von hier. So. Gut, da haben wir das. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal gerade. Ach nee, das war ja richtig. Zack. Und dann mal kurz die Erde rausgeholt und hier vorne reingedrückt. Guck, das meine ich, wenn das zu tief ist, dann habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass vielleicht die Kürbisse von der Seite hier rüberfliegen, weißt du? Und ich will eigentlich nicht, dass die Sachen despawnen können. Das ist die Angst, die ich habe. Huch, was ist das denn passiert? So, und dann so. Man kann die nicht craften, die Jack-O-Lanterns. Also die gekarften Kürbisse. Das ist natürlich jetzt scheiße. Lol, das ist sofort wieder zugegangen hier. So. Und dann hier das gleiche nochmal. So. Und dann hauen wir hier mal kurz ein bisschen Redstone rein wieder. So, und die Obser. Die Observer. Und das kann ich auch sofort machen dann eigentlich. So. Ich muss noch ein paar Jack-O-Lanterns besorgen dann.
Mal eine und dann nochmal 4, 8, 9. Auf welcher Ebene sind wir dann gerade? 50. Ich mach mal 13, dann haben wir noch drei Ebenen unten drunter. Das sollte dann aber auch reichen, würde ich sagen. So. Wo habe ich denn die Schere? Hier. Ganz genau gepasst. So. Hä? Wo ist denn hier ein Wille? Schon wieder? Was hast du denn heute im Angebot, Kollege? Hör auf, durch Blöcke zu laufen, du Sau. Okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal hier schlafen gerade. So, was gibt's denn? Coral Block. Irgendwie haben die nie irgendwas Geiles, ne? Also die haben natürlich exotische Blöcke, aber komm. Exotisch ist anders. Ach, hat geklappt, okay. Ja, ich scheiß gerade mal auf den, ganz witzig. So, bin ich hier richtig? Nee. Immer noch, Alter, ist das tief mittlerweile. Okay, hier muss eine Jack-O-Lantern rein. Und ich glaube, hier war das schon gewired. Ja, und hier auch. Ey, ja. Gut, 1, 2, 3. So. Gut, und dann hier natürlich wieder alle drei rausreißen. Außerdem. Und hier auch. Ich wiederhole das hier die ganze Zeit für mich selber, ne, weil ich mich selbst nicht dran erinnern kann irgendwie. So. Gut. Ja, langsam sind auch die Pistons leer hier, ne? Ich habe aber noch welche, glaube ich. Und ich habe ja auch eine Eisenfarm, fällt mir gerade so auf. Ach ja, okay. Und dann. So. Ich muss eventuell auch noch mehr Bone Meal holen, aber ich meine, wenn ich sowieso hoch muss, um mehr Pistons zu holen oder zu machen, macht's ja auch nichts, wenn ich noch ein bisschen Bone Meal mithole, dann. Sollte ja kein Problem sein. So, hier kommt ein Ding hin, hier kommt ein Ding hin, hier kommt ein Ding hin und hier kommt ein Ding hin. Huch, da habe ich meine Spitzhacke wohl ein bisschen zu aggressiv geschwungen, ha? So und so und so und so und dann hier. Observer, 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 Observer. Redstone. Nicht ganz korrekt. So.
So. Richtig schlau wieder mal hier von mir. So, da hätten wir das. Und dann habe ich noch für zwei Ebenen Kram. Na, nicht wirklich, ne? Ich habe nicht genug Pistons. Ich hol mal lieber erstmal nochmal ein paar Pistons. So. Das nervt echt, dass hier immer die Dinger daneben fallen, ne? Naja. Okay, Pistons und Knochenmehl. Hui, huch. So, dann kann ich auch die ganzen Blöcke, die ich abgebaut habe, gleich nochmal ablegen. Dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Jetzt chillt er hier die ganze Zeit vor meiner scheiß Haustür, oder was, der Typ? Soll's weggehen? Ja, nix, haar. Unglaublich, diese frechen Villager hier, ne? So. Du sollst mich nicht nerven, habe ich gesagt. So. Pistons. 11. Reicht das für? Nein. Ich habe noch für zwei Ebenen. Für zwei Ebenen brauche ich 20 Pistons. Zwei, drei, vier, fünf. So, wobei, weißt du was? Machen wir alle gerade. Ich will ja nicht am Ende ohne dastehen. So. So. Gut. Huch. Fail. Bam baram baram bam baram baram bam baram baram bam bam baram. So. Gut, das wäre das und dann. Scheiße, jetzt habe ich den da oben auch. Okay, das ist ein bisschen. Die Musik ist ein bisschen viel für mich. So, bis hier. Und dann hier. So. Schön, schön, schön. Das läuft doch. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 2. Wie gesagt, ich hoffe, dass das hier hell genug wird dadurch. Ich kann das natürlich nicht garantieren, aber man kann ja immer hoffen. So, das ist echt unglaublich, wie schnell das wieder unbepflanzbar wird hier. Vielleicht hätte ich die Samen auf das, da wo das Brot jetzt ist, machen sollen. Aber okay. Es hat schon lange keine Kürbisse gehagelt, finde ich. So, Observer. Ach komm, ich nehme Erde. Wenn ich sie schon mal im Ding habe, dann ist auch okay.
So, und dann hier auch nochmal. So. Ah, da liegt noch einer, aber da komme ich jetzt natürlich nicht ran. So, und dann brauchen wir noch eine Ebene, ne? So. Bis hier. Gut. Das ist echt hier wie so irgendwas schnitzen, wo man nichts kaputt machen will. So. Die Musik ist natürlich mal wieder vollkommen übertrieben für das, was wir hier eigentlich machen. So, gut, und dann müssen hier wieder die Kollegen rein. Ich habe keine Erde mehr. Hätte ich bloß die Erde mal nicht benutzt für andere Sachen. Naja. So und so. Ich hoffe, dass die in der Mitte Licht kriegen. Was haben wir denn hier für ein Light Level? Client Light 10 und hier ist 13. Wie viel brauchen die denn zum Wachsen? Ich bin gar nicht sicher. Aber ich meine, die Farm hat am Ende wahrscheinlich sowieso ein offenes Dach, von daher. Vielleicht mache ich ein Dach drüber, mal gucken. Aber ich denke, dass das Dach vielleicht auch offen bleibt. So. Und eigentlich möchte ich ja hier dann auch noch so machen, dass nicht aus Versehen irgendwelche Viecher da reingeraten oder irgendwas. Keine Ahnung. Sollte eigentlich eh nicht passieren, aber ich will das Risiko minimieren. Vor allem will ich auch nicht, dass irgendwelche Kürbisse oder so da reinfallen am Ende. So. Und dann brauche ich Erde. Das ist jetzt echt ungünstig hier. Okay, wir können uns ja mal hier mit hochbauen. Das geht ja schneller abzubauen als Kobbel. Oh, 23 Minuten. Schnell weg, nicht dass am Ende... Oh, hier sind Pillager. Oh Gott. Okay. Wieso sind die hier? Freunde, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Let's Play Minecraft. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.